Es ist gar nicht so einfach, immer alles richtig zu schreiben. Zum Beispiel ist es nicht so leicht zu erkennen, ob ein Wort mit B oder mit P geschrieben wird. Ich erkläre dir einen ganz einfachen Rechtschreibtrick in diesem Video, damit du diesen Fehler nicht mehr machst. Der Unterschied, den kannst du hören. Zum Beispiel bei dem Wort Bär, merkst du das weiche B am Anfang? Das wird weich gesprochen. Du sagst ja Bär und nicht Pär. Und bei dem Wort Pinguin ist es genau andersrum. Du sagst nicht Binguin, sondern Pinguin mit einem P. Das ist ein Plosivlaut. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Buchstaben. Es sind Konsonanten. Probiere dich doch einmal an dieser Übung. Höre dir die Wörter an. Puppe, plärren, Banane, Brot, Plan, Bauen, Panne, Bad, Berlin, Pellen und Park. Decke sie ab, lasse sie dir dann nochmal vorlesen, vielleicht von deiner Mutter oder deinem Vater, und sortiere sie nach den Anfangsbuchstaben. Die harten mit P, also die Plosivlaute, kommen auf ein Blatt und die weichen mit B kommen auf ein anderes Blatt. Decke die Wörter ab und höre sie dir nur an, sortiere sie dann ein. Ist es dir gelungen? Wenn nicht, erkläre ich dir hier einen leichten Tipp. Es ist ein Trick, wie du B und P ganz einfach unterscheiden kannst. Sprich die Wörter auf deine offene Hand. Das P erkennst du am starken Luftzug. Probiere es aus. Sprich billig, das ist weich. Und sprich prima, das ist hart. Bei prima merkst du einen Luftzug auf deiner Hand. Daran erkennst du, dass du dieses Wort mit P schreiben sollst. Übe das. Je öfter du es übst, desto besser wirst du werden. Dieser Rechtschreibtipp, der ist von lernförderung.de. Und wenn er dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns, wenn du das Video teilst. Viel Erfolg bei deiner Rechtschreibung!